Himmel, pass auf, wo du hingehst. Verdammt! Hey, pass auf! Gott segne dich. Was betrübt dich? Wie geht es dir, Herr? Hast du dich erholt? Ja, was immer mir das bringt. Diese Langeweile. Die einzige Lektüre ist die Bibel und Harnisch lässt bis auf den Pfarrer keinen in meine Nähe. Kannst du dir vorstellen, welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt? Diese Welt ist eine Prüfung, sei bußfertig. Er spricht mit mir, als läge ich im Sterben. Genau genommen, als wäre ich bereits mausetot. Heinrich, willst du mich nicht in die Rataya Beda begleiten? Ich brauche ein bisschen Abwechslung, bevor ich Staub ansetze. Weshalb die Beda? Tja, ein heißes Bad ist heilsam. Das stimmt. Deswegen kannst du hier jederzeit ein Bad nehmen. Hast du jemals Clara gesehen, die Zuberdirne? Eine Schönheit. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich meinen, ich wäre verliebt. Wie viel Zeit möchtest du dort verbringen? Weiß ich noch nicht, aber zumindest ein paar Tage. Tagsüber Bäder und Schlammpackungen und am Abend das Vergnügen. Was sagst du? Kommst du mit? Aber deine Verletzungen, Herr. Ich werde nicht lügen, es tut höllisch weh. Aber lieber hinke ich am Gehstock unter Schmerzen schreiend, als einen weiteren Augenblick den langweiligsten Passagen des Evangeliums zu lauschen. Warum nicht? Wann willst du aufbrechen? Gleich. Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung. Ich werde Gesellschaft haben. Na gut, ich werde zu dir stoßen. Wegen der Jagd. Na gut, ich geb's zu. Ein Wildschwein mit einem Pfeil erlegen zu wollen, ist keine gute Idee. Es war aber ein guter Schuss.
Grüß dich, Heinrich. Wie kann ich dienen, Herr? Du musst mir einen Gefallen tun, Heinrich. Gewiss, Herr. Gut. Sidonia ist eine teuflische Würflerin. Sie hat so oft gewonnen, bis ich nackt war. Und ich konnte ihr kein einziges Stück Stoff entreißen. Es lief also nicht wie geplant? Nicht wirklich. Vielleicht kannst du es besser. Also gut, du musst Sidonia im Würfeln besiegen. Ich will nicht der Einzige sein, der seinen Arsch zur Schau stellt. Sicher doch, warum nicht? Na, wie geht es euch allen eigentlich? Nun ja, Herr Capon scheucht uns ein wenig umher. Nichts, das wir nicht gewohnt wären. Wie wäre es, wenn wir würfeln? Bist du sicher? Was täte ich denn mit zwei nackten Männern? Ah, dann zeig mal, wie gut du bist. Genau, zeig's ihr. Bin fertig. Vielleicht hättest du mehr Glück, wenn du auch die anderen Würfel nutzen würdest. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Hast du Angst, dass sich die Punkte abnutzen? Vorbei. Da hast du aber nicht gerade einen guten Start erwischt. Mal sehen. Vorbei.
Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Sie wollen wir ausziehen, nicht dich. Ich könnte auch ein Bad vertragen. Sind Sie blank und hüpf rein? Klar, warum nicht? Leg die Kleider in die Truhe. Pass etwas besser. Oh, pass auf, wo du hingehst. Rutsch rüber. Ich möchte nicht auf deinen Aal treten. Na gut, einen kleinen Moment. Ich rolle ihn für dich ein. Also, nimm's nicht persönlich. Aber das war wirklich allerhöchste Zeit, Heinrich. Gab schon Kuhfladen, die weniger stanken. Du weißt wirklich, wie man es krachen lässt. Hier, trink! Nicht besonders gut, aber zur Not tut er es auch. Da sage ich nicht nein. Her damit! So ist recht. So erholst du dich also von deinen Verletzungen? Wein und Dirnen? Natürlich! Wer sonst? Gibt es Neuigkeiten, Heinrich? Was ist mit dir, Herr? Hast du dich von unseren abenteuerlichen Jagdeskapaden erholt? Mir geht es gut, Heinrich. Die Bäder sind genau das Richtige. Und Sidonia hat heilende Hände. Clara, bring den Herren etwas Wein, bevor sie sauer werden. Ist gut, Sidonia, schon dabei. Weißt du was, Heinrich? Diese Pisse können wir nicht trinken. Also wirklich, was für eine Ausdrucksweise. Clara, Liebste! Du musst doch zugeben, meine Teure, der Wein ist wirklich bescheiden. Was stimmt denn nicht mit dem Wein? Lieber tränke ich das Badewasser. Geh und besorg einen edleren Tropfen. Aber wo? Ah, ich hab's! Im Keller des Rathauses gibt es vorzüglichen Wein, den Herr Hanusch für uns gekauft hat. Und du möchtest, dass ich hingehe und ihn hole? Ich wäre dir zu Dank verpflichtet. Ein dankbarer Adliger ist der beste Verbündete. Na gut, was für ein Wein ist es? Ein roter Silvaner. Es ist das letzte Fass auf der rechten Seite am Ende des Ratskellers. Besorg dir irgendwo einen Krug und nimm etwas davon mit. Ich wüsste gerne etwas über diesen Wein. Was denn? Ich kann einfach hingehen und nehmen, was ich will? Ja. Nein, eigentlich nicht. Es wäre gut, wenn dich niemand sieht. Aha. Dieser Wein wird nicht etwa hinter Schloss und Riegel gelagert. Aber das hält einen schlauen Burschen wie dich doch nicht auf, oder? Welcher Wein soll es sein? Der rote Silvaner. Das letzte Fass, ganz hinten rechts. Es ist leicht zu erkennen, weil es das einzige ist, das angezapft ist. Na gut. Also gut, ich hole ihn. Guter Mann. Schön, dass du da bist.
Wie geht es dir, Heinrich? Hallo, Heinrich. Heinrich. Grüß dich, Heinrich. Verdammt! Was zum Teufel?
Grüß dich, Heinrich. Heinrich, schön, dass du da bist. Verdammt! Möge Gott dich behüten.
Der Schatz befindet sich. Hey, du! Was hast du hier verloren? Herr Capon befahl mir, Wein für ihn zu holen. Herr Capon, hä? Sehr glaubwürdig. Du scheinst Herrn Capon nicht zu kennen. Glaubst du, er würde inmitten seines heiteren Treibens selbst Wein holen gehen? Nein, das klingt wahrlich nicht nach dem jungen Herrn. Schätze, er will den roten Silvaner? Genau den. Hör mal, lass zumindest etwas für Herrn Hanusch übrig, ja? Ich versuch's. Was ist denn? Wegen des Weins, den ich holen sollte. Und? Hast du ihn? Natürlich. Du bist wirklich in den Ratskeller eingebrochen? Gewiss doch. Ich hoffe, der Wein ist wirklich all den Ärger wert. Ich glaub's nicht. Du hast das wirklich durchgezogen? Du bist verrückt. Pass auf, wo du hingehst. Ach was, ich hatte deinen Schlüssel. Meinen Schlüssel? Du listiger Schalk. Pass etwas Du bist gerissener, als ich dachte. Den Schlüssel kannst du behalten. Mich lassen sie sowieso immer rein. Mal sehen, ob der Wein so gut ist, wie du sagst.
Worauf wartest du? Auf den Segen des Pfarrers? Na, mach schon, runter damit! Ah, das nenne ich Wein. Roter Silvaner. Nicht zum Vergleich zu der Plörre, die sie in dieser sonst so herrlichen Einrichtung ausschenken. Das erkennt man gleich beim ersten Schluck, nicht wahr? Ja, Herr. Roter Silvaner halt. Der Geschmack ist unverkennbar.